Ich weiß nicht. Das Einzige, was ich merke, dass der Nikotin einfährt, ja. Jetzt schon nach ein paar Minuten. Aber sonst kriegen wir einen Schluck Kaffee. Also ein bisschen lakritzig, ja, schmeckt das Ganze schon, aber so wirklich berauschend ist das nicht. Also du hast kein Menthol, du schmeckst also gar nichts, weder Menthol noch irgendwas. Ja. Der Nikotingehalt ist schon, da kommt schon was rüber. Also das ist schon nicht schlecht. Ist nicht ohne, aber ansonsten minimal. Ist leicht süß, aber das war's dann schon. Leicht lakritzig, aber auch nicht, also nicht so wie wenn es jetzt eine Lakritze ist. Ich bin ja totaler Lakritzen-Fan, deswegen habe ich mir den sofort mitgenommen, aber ich bin leicht enttäuscht, muss ich sagen. Jetzt kauen wir ein bisschen. Ich muss schon entschuldigen, es ist ein bisschen eklig, da das rumgespuckte, aber nein, das gehört halt dazu. Ich kann es schlecht runterschlucken, weil sonst wird es wahrscheinlich nicht so gut gehen. Also der Tabak ist jetzt geschmacklich, ist auf den Nikotin, der da einfährt, jetzt nicht so der Hit. Aber ich werde mal einen Kautabak testen, vielleicht einen anderen oder vielleicht vom Grimm und Triple eine andere Richtung. Von der Serie gibt es ja mehrere. Ja. Nikotin ist vorhanden, ja, das kann ich nur immer wieder sagen, aber ganz leichte Süße, ein bisschen nach Anis, also lakritzartig, aber das war's dann schon, also jetzt nichts, was ich weiterempfehlen würde. Naja gut, dann lassen wir den. Sollte sich noch was ändern, ich werde jetzt das noch ein bisschen nuckeln. Sollte sich noch ein bisschen was ändern, was den Nikotingehalt angeht. Geschmacklich wird es dann immer viel tun. Und dann werde ich mich noch mal kurz rühren, falls jetzt der Nikotin so mich übermannt. Aber das glaube ich nicht. In meiner Vergangenheit als Zigarettenraucher, allerdings schon fast 30 Jahre her, da habe ich alles geraucht, was stark ist. Also ob das Chitan waren, Gauloises, mit Maispapier extra in der Schweiz geholt, weil sie in Deutschland unter das Drogenschutzgesetz gefallen sind, wegen dem Maispapier, was für mich ein Schwachsinn war, weil das Maispapier eigentlich nur die Stärke des Tabaks noch mehr hervorgehoben hat. Und Schwarzer Krauser gedreht, und Reval, Rothändle geraucht, wobei die wirklich Rothändle, die werden nur, die sind vom Tabak anders, die kratzen mehr, aber die sind nicht stärker als eine normale rote Marlboro. Vom Nikotingehalt und vom Thea-Kondensat. Ja, und deswegen, weil der liebe Patrick aus der Schweiz, Grüße gehen raus. Wir haben uns ein bisschen hin und her geschrieben mit Kommentaren,
Und der meinte halt, ja, bei dem Rustica, dass der nichts für ihn ist. Und ich habe halt zurückgeschrieben, ohne jetzt anzugeben, dass der schon stark ist, aber er ist vertretbar. Ich kann jetzt natürlich nicht 2 oder 3 Pfeifen hintereinander rauchen von dem Rustica, das ist auch klar. Und ich muss auch vorher, also ich habe das allererste Mal geraucht, das war so ein Versuch, mit Kaffee zum Frühstück. Und da muss ich sagen, da war er nicht so schlimm. Also man hat den Nikotin gemerkt, aber es war wirklich nicht so schlimm. Und dann ein andermal habe ich die wieder geraucht, da habe ich schon ein bisschen stärker gespürt. Obwohl ich da 1-2 Stunden vorher auch was gegessen habe und ich nicht komplett nüchtern war. Na gut, das soll es jetzt gewesen sein. Grimm und Triple Nummer 3, ein bisschen Anis-Geschmack kann man minimal feststellen, aber nicht wie eine Lakritze, also die Süßigkeit Lakritz, diese Lakritzschnecken. Es ist nicht vergleichbar, ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft. Auf Wiedersehen, habe die Ehre. Jetzt habe ich mir verschluckt. Auf Wiedersehen, habe die Ehre. Pfiat's euch. Servus. So, was ist das für ein Strauch?